Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, liebe Freunde der Künstlerin, willkommen in der Galerie Mesch. Wir begrüßen heute ganz herzlich die Künstlerin Ellen Dornhaus. Ja, und ich freue mich eben, eine Fotoausstellung hier zu haben. Ich habe vom Programm her, bin ich da nicht festgelegt, aber da ich selber mit Fotos arbeite, habe ich immer gerne auch mal eine gute Fotoausstellung. Also seien Sie herzlich begrüßt und dann weise ich Sie doch darauf hin. Ich habe jeden Monat eine Ausstellung, Programm bis Ende des Jahres. Wenn Sie Spaß dran haben, jederzeit gerne an diesem Ort. Dankeschön. Das Thema ist die Sprache der Dinge. Natürlich sprechen Dinge nicht. Aber ich möchte an einigen Beispielen hier in der Ausstellung zeigen, was ich damit meine. Also auf diesem Bild sehen Sie Eierschalen. Nun, was denkt man bei Eiern? Ostern, Symbol der Fruchtbarkeit, Symbol des Lebens. Hm? Oder man denkt ans Kochen. Und hier sind die Eier ja aufgebrochen. Man könnte irgendwie an einen Kochshow denken. Aber das ist kein Ambiente von der Küche. Im Gegenteil, wenn Sie die Komposition anschauen, nur das untere Drittel, da sieht man die schönen runden oder ovalen Formen, die sich auch noch spiegeln. Und sonst in der großen Leere drumherum gibt es eigentlich nur waagrechte Linien, die besonders ein Ruhe ausstrahlen. Während die Formen in sich auch ebenmäßig sind, aber durch die gebrochenen Zacken kommt da ein Leben rein. Das heißt, hier kann ich die Ästhetik des Bildes genießen, aber ich kann auch Assoziationen haben. Okay, das ist wieder ein Beispiel dafür, wie ein Bild eine Geschichte erzählen kann. Wenn Sie sich das genau anschauen, eine verkalkte Wand, dann sieht man oben noch die Kabel, wie im 19. Jahrhundert, also es scheint keine moderne Villa zu sein. Dann sehen wir also die gekalkte Wand ist auch noch getüncht und wir sehen ein Bild in einem schweren schwarzen Rahmen. Ganz bisschen sieht man das Motiv, möglicherweise ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Und das Ganze, das ist die Mittelsenkrechte, ist betont durch dieses Geweih und das Ganze wird durchschnitten, diese ruhigen Formen werden geschnitten durch die Spitze des Geweihs. Was stellt man sich also jetzt vor, wo das Ganze sein könnte? Ist es altmodisch, ist es rustikal, es beschäftigt sich mit Jagd, möglicherweise ein Försterhaus oder ein Landgut. Okay, was Sie hier sehen, sieht man nicht gewöhnlich nicht in einer Kunstausstellung, denn es ist eigentlich ein niedriges Motiv, was man mit Schmutz, Dreck und niedriger Arbeit in Verbindung bringt. Allerdings ist die Aufnahme suggeriert was ganz anderes. Erstmal ist das Nahsicht, der Gegenstand ist mittig angeordnet, ist isoliert, ist sehr stark farbig, sind nur einfache Linien und Formen. Es wirkt sehr ruhig, die Dynamik in diesem Bild kommt durch das schwappende Wasser im Putzeimer und dem stark tropfenden Putzmob. Hiermit möchte ich eigentlich einen Gegenstand, den eigentlich jede, zumindest jede Frau schon einmal in ihrem Leben benutzt hat, irgendwie so ein bisschen adeln durch diese Art von Darstellung. Ja, die Dinge können uns auch was über eine fremde Kultur erzählen. Und dieses ist ein antikes, ägyptisches Seidentuch. Für mich erzählt es natürlich weniger über diese Kultur, sondern über meine Urgroßmutter, die nach Ägypten gereist ist und mir dieses Seidentuch geschenkt hat. Es ist schon ganz zerschlissen. Ich wollte auch diesem Tuch eine gewisse Würde verleihen, obwohl es ja kaputt ist, aber es hat ein ganz zarter Stoff. Man sieht die Löcher, es ist getragen, es hat eine Geschichte. Und ich habe dieses Foto auf Leinwand drucken lassen. Und ich habe selber ja Malerei studiert und versuche auch mit meinen Fotos immer ein bisschen so eine Atmosphäre
ja, von einer Komposition, von einem richtig ein Bild zu geben, fast wie gemalt. Ne? Und auf diesem Leinwand, dieser Leinwand gedruckt, hat es ein bisschen diese Wirkung. Also die Bilder hier sind ja alle, kann man alle als Stillleben bezeichnen. Und ich verdanke viele Anregungen der holländischen Stilllebenmalerei aus dem Barock. Zum Beispiel den bildparallelen Aufbau oder die Konzentration auf bestimmte Linien immer innerhalb des Bildes. Anders ist allerdings meine Farbigkeit, die ist viel heller und leichter. Und die Dinge, die ich darstelle, sind Alltagsdinge, also nicht besonders kostbare Sachen wie im Barock, sondern was ganz Alltägliches. Hm? Putzeimer, eine Seidenschleife, ein altes Tuch und weiter. Was ich mache, ich isoliere den Gegenstand aus der Umgebung, der Gegenstand so hat Eier zum Beispiel nicht in der Küche oder der Putzeimer ist auch isoliert und hat dadurch eine ganz andere Funktion. Das ist ein Aspekt, den ich berücksichtige. Das zweite ist Nahaufnahme. Das dritte ist, ich konzentriere mich wirklich auf den Gegenstand. Alles Überflüssige versuche ich zu vermeiden. Ich inszeniere ja das Bild und ich drucke es selber.